6,3% in Deutschland sind Naturschutzgebiete. No, über 9% der deutschen Ackerfläche sind ökologisch bewirtschaftet. Wenn heute das Problem für den Naturschutz, für die Vogelschutz, für den Artenschutz, für die Biodiversität so groß ist wie noch nie, dann haben wir ein Strategieproblem und kein Umsetzungsproblem. Das muss doch mal ganz klar sein. Wir leben in einer Zeit, in der unglaublich viel erreicht wurde. Jeder landwirtschaftliche Betrieb stellt inzwischen 5% seiner Fläche zur Verfügung für Natur- und Umweltleistungen. Über Grünstreifen, über Blühstreifen, über vielfältige Fruchtfolgen und unzählige andere Programme, die da einfach gemacht werden. Zu sagen, nun sei das Problem so groß wie noch nie nach allem, was erreicht wurde, das ist schon ein bisschen unehrlich. Und das zeigt, dass das Ziel ein ganz anderes ist, nämlich die weitere Extensivierung der Fläche, die weitere Enteignung der landwirtschaftlichen Errungenschaften, das, was die Betriebe sich über Jahrzehnte, über Generationen erarbeitet haben, soll jetzt mit einem Federstreich hier ausradiert werden. Und das ist absolut inakzeptabel, denn die Landwirte sind die Profis. Das sind die, die Lebensmittel herstellen können in sicherer und hochwertiger Qualität. Sie sind dafür verantwortlich, dass wir keine Skandale haben, dass wir keine Toten haben, weil Lebensmittel verunreinigt sind. Und das gebührt auch mal ein bisschen Dank und Respekt und nicht immer nur wieder Knüppel, die zwischen die Beine geworfen werden, wie diese Woche gleich mehrmals, einmal aus Berlin von Frau Schulze und einmal auch aus Brüssel mit der Farm-to-Fork-Strategie. Eine Reduzierung von 50% Pflanzenschutzmittel anzustreben, das zeigt schon, in welcher Wohlstandsdebatte wir im Moment auch diskutieren. Anstatt mal darüber zu reden, welche Erfolge auch erzielt wurden, dadurch, dass Pflanzenschutzmittel Pflanzen schützen und damit gesunde und hochwertige Nahrungsmittel produziert werden, dass diese Debatte dadurch zu ersetzen, dass man da jetzt pauschal einfach kürzen und reduzieren will. So wohlhabend muss ein Land, ein Staat, ein Kontinent erstmal werden. Und dass wir das erreicht haben, dass wir das mal würdigen, ich glaube, das ist jetzt mal an der Zeit. Und damit wir noch mehr Leistungen erbringen müssen, müssen wir auch mal erkennen, wo der Kern des Problems im Moment liegt. Der Kern des Problems kann man im Agrarbericht nachlesen. Zwischen 30.000 Euro ungefähr, 35.000 Euro ist das Einkommen pro landwirtschaftliche Arbeitskraft in Deutschland. Das ist wenig attraktiv. Wer dann auch noch weiß, dass so eine Arbeitskraft mehr Stunden arbeitet als 8 am Tag und auch samstags und sonntags mit im Einsatz ist und sich dann mal ausrechnet, was da am Ende an Stundenlohn bei rumkommt, da würde kein Saisonarbeitnehmer mehr für aufs Feld gehen zur heutigen Zeit. Und da liegt das Kern des Problems, denn die bestausgebildeten jungen Landwirte bringen nichts, wenn die Attraktivität des Berufs und der eigene Erfolg auf dem Hof infrage gestellt wird, dadurch, dass das Einkommen nicht generiert werden kann. Und anstatt immer neue Auflagen auf die Betriebe zu kippen, die genau da angreifen, nämlich dem Betrieb Wertschöpfung und Einkommen zu entziehen, müssen wir mal endlich wieder dahin zu überlegen, wie kriegen wir denn mehr Wertschöpfung und Einkommen auf die Betriebe, um hier dann auch dafür zu sorgen, dass hier noch mehr Leistungen in Zukunft erbracht werden können und vor allen Dingen die weitere Versorgung mit sicheren und hochwertigen Nahrungsmitteln sichergestellt werden kann. Diese Debatte müssen wir führen und nicht diese Debatten, die diese Woche wieder angestoßen wurden und einfach nur den jungen Leuten auf den Höfen die Arbeit madisch machen und die Lust an der Hofnachfolge nehmen. Das zeigt nämlich, dass wir tatsächlich unsere Strategie in der Agrarpolitik jetzt ganz dringend überdenken müssen. Und ich hoffe, dass das auch Frau Klöckner langsam erkennt.